Ja, liebe Leute, dann begrüße ich euch zu einem weiteren Spiel. Jetzt hat er anstatt Spanier sich die Japaner gepickt. Ja, wie ihr sehen könnt, ich spiele jetzt hier den 2056 Tech Mod. Heißt also, ich kann jetzt jede Tech 2056 mal erforschen. Wir spielen allerdings gegen sechs extreme KIs. Ich denke. Ja, ich hab's verstanden. Ich denke, ohne diesen Mod wäre es nicht möglich, gegen sechs extreme KIs überhaupt zu spielen. Also, vielleicht bei Viper könnte das, aber ich glaube, selbst der wird gegen sechs KIs dann scheitern. Genau. Ich eigentlich hatte noch eine andere Aufnahme gemacht. Auf Nomad in der Definitive Edition. War auch eigentlich ein sehr nice Spiel gewesen, weil da vieles gelaufen ist in diesem Spiel. Was eine ganze Menge gezeigt hatte. Also, wurde auf Wasser viel gekämpft, auf Land viel gekämpft. Deswegen das Spiel auch aufnehmen wollen. Problem war dann nur gewesen, dass. Hallo? So. Problem war dann bloß leider gewesen, dass ich das Mikrofon nicht aufgenommen hatte. Beziehungsweise ich hatte einen Ingame-Sound aufgenommen, aber das Mikrofon ausgecheckt. Hallo, was macht er hier, bitteschön? Okay, sehr merkwürdig. Aber er macht mindestens einen Dock, aber kein. Ach, Leute. Aber gut zu wissen, dass Wölfe auf der Karte sind. Das war jetzt nicht so gewesen. Genau. Also ich wollte das aufnehmen, hat aber das Mikrofon nicht aufgenommen gehabt. Und das war halt sehr, sehr ärgerlich gewesen, weil das über 15 Minuten gedauert hatte, die Aufnahme. Und ich dann eine Menge gezeigt hatte und erklärt hatte. Und man wird vielleicht mir nachsehen können oder nachempfinden können, dass ich dann irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte, das noch ein zweites Mal aufzuzeichnen. Ja, es ist wie es ist. Dann ist das so. Gerade ist ein bisschen blöd gesetzt. Ich habe diesen Tech-Mod auf dieser Karte jetzt eigentlich schon öfters gespielt gehabt in letzter Zeit. Ich schicke ihm mal seine Schäflein zu. So. Noch ein Bötchen mit raus. So, die vier schicke ich zu mir. Die zwei schicke ich zum Kollegen mit rüber. Schickst du doch wieder zu mir. Er ist 700 Elo, also ich glaube, wenn ich die Ressourcen habe und einfach dann boomen kann, dann bin ich besser bedient. Oder sind wir auch als Team besser bedient, als wenn ich jetzt in das Zeug rüberschicke. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. So, hallo? Achso, es macht schon was, okay. Ich habe jetzt kein Problem damit, dass er Noob ist, also beziehungsweise bei 700 Elo, weil ich eigentlich das auch schon allein geschafft habe gegen 6 extreme KIs. Ist natürlich trotzdem schöner, wenn man natürlich einen Kollegen hat, der noch ein bisschen mithelfen kann. Keine Frage. Ich werde versuchen, relativ früh für meine Verhältnisse zur Vergangenheit aufzusteigen. Das hat einfach den Sinn für mich, dass ich halt die ganzen Wirtschaftsupgrades kaufen kann. Denn gerade vor allem Goldabbau als auch Holzabbau ist natürlich wichtig auf dieser Karte. Damit ich relativ frühzeitig Boote rausschicken kann und ich werde dann halt versuchen, wirklich schon in der Feudalzeit 4-5 Mal mir die Befiederung zu gönnen. Jetzt steht die Schafe zu mir alle hin. Ja gut, dann nehme ich sie, wenn er sie nicht haben möchte. Das ist in Ordnung für mich. Dann geht mal das Schaf, jawohl. Yes. Konstruieren. Ich kann später Feiteuers machen. Ich denke, auch ohne Portugiesen ist es gar nicht wirklich möglich, auf diese Karte zu gewinnen gegen extreme KIs. Was will er von mir gerade? Weil man auch später halt noch Einkämpfe braucht, vor allem Holz auf Inseln, als aber auch Gold. Und ich glaube, ohne die Feiteuers, also ich hätte dann 4 Feiteuers gebaut, ich denke, ohne die Feiteuers wäre es gar nicht möglich gewesen. Und ich hätte sogar mehr, ich hätte dann sogar am Ende 6 Feiteuers im Einspiel, einfach weil ich dann Wilds gelöscht hatte. Hallo? Ja. Gut, dann gönne ich mir jetzt einfach den Webstuhl, da kann ich aufsteigen danach. Ich kann jetzt schon aufsteigen, warum auch nicht. Ich mache hinten noch einen sicheren Dock, einfach um Wirtschaft auch zu haben. Aber mein Kollege ist gar nicht so weit hinten tatsächlich, punktemäßig. Also jetzt bei 1460, bei 1500. Ah, sehr merkwürdig. Achso, ja, gibt auch ein paar Fischerboote mit draußen. Okay. Jetzt wieder ein bisschen fragwürdig, dass er den Küstenfisch zuerst abarbeitet. Hallo? Na gut, dann halt so. Ja, und halt eben so.
construir. Farei lo ei, em seguida cortar madeira. Rapapapa. Ich noch zwei Wildschweine, okay, sehr gut. Daram, darab, dulam. Farei cortar madeira. So, wo ist denn mein Gold? Okay, da oben ist Gold. Ah, dann gehen wir hier mal drauf. Hier wäre zwar, glaube ich, ein TC besser gewesen. Ne, ich glaube, das mache ich. Moment. Einmal hier drauf, zack. So, warum hackst du den Baum bitte weg? Einmal runter mit dir. So, jetzt lässt es Upgrade drin, jawohl. Jetzt werde ich mir erstmal dreimal gönnen, glaube ich. Einfach damit ich jetzt richtig fettes Holzeinkommen habe. Ich wundere mich, dass der Teamkollege so relativ nah noch dran ist. Der macht eigentlich wirklich ja auch nicht viel. Jetzt haben wir noch keine Zeit. Hm. Na gut. Jetzt mal einen Webstuhl erstmal. Zack, einmal den. Zack. Einmal die Schweine anlocken, bitte. Zack, Webstuhl. Oh, zurück, zurück. Hallo, hallo, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Okay, das war jetzt ein bisschen sehr knapp. Das war jetzt nicht nur billig gewesen. Das war vielleicht nicht sehr knapp, aber es war knapper, als es sein musste. Zumindest ist mal so. So, jetzt mache ich meinen ersten Galeeren. Ich wechsle manchmal die Namen. Dabei ist es eigentlich gar nicht schwierig, die auseinanderzuhalten. Das können wir uns noch einmal. Und dann mache ich jetzt noch ein letztes Mal hier die Axt. Jawohl. Einmal zack. So. Zack, so, wieder am zweiten Mal. Sehr gut. Ich gönn's mir doch nochmal. Ist auch vielleicht ein bisschen greedy, aber gut, was soll's. Da brauchen wir Häuser. Los. Das letzte Mal haben sie mir länger Zeit gegeben gehabt. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr aggressiv. Das habe ich im letzten Spiel nicht gehabt. Jetzt fangen sie so schon mit an, alle. Das ist wirklich Mist gerade. Das gefällt mir überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. So, naja gut, dann beschütze ich hier nochmal die Wirtschaft. Wir haben noch ein bisschen Befiederung. Genau, sie. Befiederung, sie. Viele das auch sind. Das ist wirklich lächerlich gerade, was hier abgeht. Das ist schon lächerlich.
Estou pronto, sim, construir. Olá, ir-me-é. So, hinten mit raus, ja, oder? Cortar madeira. Ah, jetzt kommt er an. Mit Stress. Ich brauche halt Massen, ne? Das ist halt die Sache. Der Schnappkritz hier? Nee. Geht's los hier? Jetzt lernst du einen vernünftigen Schaden machen. Oh, wie viele Schüler sind? Was soll denn das auch? Meine Fresse, ey. Warum ist es heute so aggressiv? Das verstehe ich nicht. Will die KI sich extra, glaube ich, beweisen für YouTube. Ich glaube, ich werde einfach dann eine Brock hinsetzen und dann dort dahinter meine Blöcke, meine Docks bauen. Anders geht das, glaube ich, gerade nicht. Dann haben die es halt Wasser, das ist in Ordnung für mich. Dann ist das so. Ich habe auch gut Schaden gemacht, also jetzt nicht so, als ob ich gar nichts ausgeteilt hätte. Okay, er braucht Nahrung, die kann er haben. Ich nehme jetzt ein bisschen was. Oh, hier ist Stein, sehr gut, sehr gut. Den brauchen wir jetzt auch. So, 100 Nahrung kostet das wieder mal. Und ich meine jetzt gleich, wie gesagt, einfach hier eine Burg mit hin und dann gucke ich einfach, dass ich dann Docks daneben baue. Und dann auch nochmal eine Fiederung. Ah, die Felder machen auch schon guten Umsatz hier. 700 Nahrung, beziehungsweise über 700, das ist natürlich auch schon eine Menge. Oh, Charles Martel, Karl der Hammer. Gut. Mal gleich loslegen. 9 TCs. Mal hier mit drüber. Es war jetzt ein bisschen sehr in der Mitte. Ah, das sollte gehen. So. Ich hätte mit den Goldleuten ja das TC, die Bock hochbauen. Eigentlich jetzt schon. Ich glaube, früher, desto besser. So, wir sind fertig. Wunderbar. Was
Holz gehen, er kann aufs Gold gehen. Er macht hier sehr komische Häuser. Also das gefällt mir eigentlich nicht, was er hier abzieht. Ist nicht ganz so cool. Aber wie gesagt, die Karte hat auch sehr wenig Ressourcen. Also gerade Holz ist hier auch sehr begrenzt auf jeden Fall. Finde ich auch nicht so toll. Hallo, wer da machen? Oh, jetzt kommen wir an die Burg mit rein. Jetzt wird es hier wieder verrückt auf jeden Fall. Wie wir Stress machen. Ich will Stress machen, das ist schon lustig. So eine Uni bräuchte ich. Das ist schon lustiger, hier voll in die Burg reinfährt. Ziemlich dumm. Wir können das Schiffproblem natürlich auch lösen, einfach eine Burg bauen und fahren alle rein dort. So. Nehmen wir uns erstmal einen Mörderlöcher. Die Wild sind zum Glück gefühlt immun gegen Beschuss von den Schiffen. Ach ne, jetzt mal anders. So. Was denn hier mit Mörderlöchern, bitte? Ja, wollte schon meinen. Was geht denn hier? So. Jetzt aber machen wir los hier. So. Dann gönnen wir uns das. Solche Riesenmassen hier. Also das ist wirklich... Ich habe das schon so häufig gespielt, diesen Mod, aber dass so viele kommen... Das habe ich jetzt oft zum ersten Mal. Das ist die Coalition. Noch ein Schiff kaputt. Ich glaube, ich gehe gleich auch Imperial hoch. 1, 2, 3. Kann man Hotels nach Zeit.
hoch. Schon sehr, sehr viel Holz, also die Upgrades zahlen sich aus auf jeden Fall. Werden wir gleich zwei Towers bauen, dann habe ich auch Langzeit eine sehr gute Eco. Ich werde, glaube ich, gar keinen Trade machen. Obwohl ich es machen könnte, eigentlich, ich habe dann sehr, sehr, sehr schnell einen Trade. Hat er überhaupt einen Markt gebaut? Oder machen wir noch einen Webstuhl? Zweimal. So. Ah, da wird doch was. Wir bauen uns noch ein paar Häuserchen. A und B. Machen wir hier eine Feldtore? Ja, die da nicht reinpasst, leider. So, da können wir eine Feldtore mit hinmachen. Dann gehen wir uns ein paar Eco-Upgrades. Das ist lustig, wie der Wolf hier angreift. Ja, die machen schon guten Schaden. Die machen schon guten Schaden, ja. Aber die werden natürlich noch viel besser. Die haben auch Charakter eigentlich gönnen. Das meiste, was die Schiffe an Schaden machen, ist zwar tatsächlich Bonusschaden, aber mit Charakter kann es nicht schlechter werden. So, bauen wir ein paar Häuserchen. Aber eigentlich habe ich jetzt schon genug Wirtschaft mit der einen Fatoria, beziehungsweise mit den. Ne, Quatsch, zwei habe ich ja gebaut. Oder habe ich drei? Ne, zwei habe ich gebaut. Ja, ist die zweite dann, genau. Eigentlich habe ich jetzt auf lange Sicht gesehen, jetzt schon so viel Wirtschaft, dass ich da auch gar nicht mehr brauche noch. Das mache ich dann dadurch, dass meine Schiffe sehr gute Upgrades haben, ich auch sehr ressourcenschonend kämpfen kann. So, doch ein Marker. Ja, jetzt habe ich ja nicht mal kritische Massen, die braucht man auch. So, Achtung, jetzt geht's los hier. Mit Raketen dreht gleich. Oh, hier sind Leute drin. Ich glaube, hier muss ich mal einen Burg bauen bei meinen Kollegen. Hallo? So, das wollte ich. Genau. Dann bauen wir mal eine Burg bei unserem Kollegen.
sind hier drüben. Ich schicke mal alles rüber, weil ich eine Flotte habe. Immer ein paar Ressourcen, dann ist er nicht so traurig, der arme Kerl. So, einmal Schiffe zerstören, bitte. Ich finde schade, dass die Bohnen nicht von selber schießen, das ist natürlich cool. Jetzt mal ein paar Ressourcen, damit der arme Kerl sich reboomen kann. Aber ich meine, im Grunde kann ich es jetzt auch zu Ende alleine spielen, das ist alles kein Problem. Also bin ich hier entspannt auf jeden Fall noch. So, Schiffbauer. Jetzt spare ich mir einen Haufen Holz und die Schiffe werden auch schneller erzeugt. So, zack, Raketentrade. Genau. Ich gebe ihm noch eine Borg, damit er nicht so beschossen wird, der arme Kerl. Aber gut, wenigstens hat mein Kollege ein bisschen Zeit für mich geschunden. Dass er hier ein bisschen Zeit rausholen konnte. Indem wir hier einfach Ablenkungsmanöver warten. Das ist eine Zweifelsfalle. Da hat der Samurai gemacht. Die sind ziemlich sinnlos auf dem Wasserwege natürlich. Na gut. Ich glaube, ich kann ja gleich anfangen, wild zu löschen und dann werde ich einfach voll teuer Wirtschaft machen. Konstruieren. Zack. Gut, halten wir das.
Dann gönnen wir uns mal das glühende Geschoss. Oh, jetzt geht's auch schnell, wie die rauskommen. Und die kosten sehr wenig Holz. 30 Holz kosten die jetzt. So, jetzt mal anfangen zu löchern. Jetzt macht er auf eine Stelle auf dem Landweg. Also, man merkt wirklich auch, dass er 700 Elo ist. Also, er macht ja teilweise Sachen, die sind nicht clever. Wir sind nicht clever. Aber mindestens hier 6-mal den Befehl aus sich gelernt, immerhin. Ich muss dich wieder abziehen. Du pronto? Ich bin bereit. So, liebe Leute, ist da mal los hier? Oh, hier ist Trade. Sehr gut. Einmal drauf schießen. So, dann machen wir ein paar Teuerwirtschaft wieder. Und mal unsere Einnahmequellen aus. Ja, ich kann nicht löschen. Die brauche ich nicht mehr. Einfaches Bauen, Gesocks. Noch eine Faltoria. Ihr dürft alles Zeitliche segnen. Ich werde dann aufs Land übersetzen und dann mit leichter Kavallerie dort den Strick zubinden. Den Sack zubinden. Ich wollte dafür noch Superwilds natürlich, die erstmal A, Haufen Lebenspunkte haben und auch noch B, relativ schnell bauen können. Eine Kaserne gebaut? Nee, oder? Mache ich auch schon Wehrpflicht, damit ich dann super schnell die Einheiten auch raushauen kann, wenn mein Spam losgeht. Das Erforschen von Wehrpflicht wird übrigens auch durchs Erforschen von Wehrpflicht schneller.
die Burg mit drauf, jawohl. Eine byzantinische Burg mit über 8000 Lebenspunkten, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Transportschiff, Achso, das sind hier Häuser. Ich hatte schon gedacht, ich habe jetzt eine riesenlange Reihe von Docks hier gemacht. Weil so viele wollte ich noch gar nicht machen. So, das Erforschen von Werflicht ist jetzt schon ziemlich schnell, wie ihr sehen könnt. Es dauert normalerweise deutlich länger, bis es durch ist. Ich kann es euch jetzt mal zeigen, wie schnell das jetzt geht. Zum Vergleich nochmal. Also wir sind gleich an dem Punkt angekommen, wo man das Upgrade quasi instant bekommt. Leider gilt das nicht fürs Erforschen von allen Tags. Also ist sowas wie Arbalest oder Daumenring geht das. Aber der nicht für Schmiede-Upgrades oder an der Universität. Das wäre natürlich noch sehr cool, wenn das gehen würde. Gut. Aha, er macht jetzt hier auf den Kev Archer. Die haben wenigstens Upgrades. Aber was die auf dem Landweg sollen, na gut. Eine Runde Forging hier, also Schmiedekunst, und dann geht's gleich mit der Invasion auf dem Landweg weiter. Das sind ziemlich krass, ne, wenn die Felder über 1000 Nahrung einbringen. Ich glaube, das sind selbst die Sizilianer an der Definitive Edition neidisch. So, Achtung, da haben wir echte Kavallerie, eine neue Zuchtauswahl, 20 mal gönnt, das heißt also bloß 400 Lebenspunkte dann. Villager, okay, du hier. Du musst hier nach oben laufen.
So, da kommt er auch schon, der Gute. Und wir landen mal mit unserem Villager. Wir machen den Rest gleich. Hilfe! Oh, hat's geschafft, sehr gut. Oh, jetzt kommen sie alle an. Schuss in den Ofen. Das hat nicht das erwünschte Resultat gebracht. Aber es ist ein instantes Locker-Manöver. Der Villager, der lebt sogar noch tatsächlich. Okay. Vielleicht kann ich ihn sogar am Leben halten. Ich glaube es zwar nicht, aber wäre interessant, wenn das gehen würde. Für Universität und nochmal die schon wieder abkürzen mit rein. So, jetzt aber im zweiten Anlauf, hoffentlich. Gut, dann noch ein paar Mal Zuchtauswahl. Da muss ich alles Nahrung ausgeben, sonst habe ich das Problem, dass ich keine leichte Kavalerie mehr ausbilden kann. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So, jawohl. Oh, die Box weg, verflucht. Sofort draußen gewesen, die Dinger. Oh, stopp. Das war blöd gewesen. Steinet hoch wieder. Oh.
So. Wollen wir noch eine Burg? Dann mal los hier, liebe Leute. Oh, ich bin bei 1000 fast. Sehr gut. 1, 2, 3. Oh, was ist denn hier passiert, bitte? Wurde aber auch gar nichts angepinkt, also sehr merkwürdig. Verstehe ich nicht, wie die Burgen fallen konnten. Verstehe ich einfach nicht. Irgendwie jetzt schnell die Burg jetzt gebaut wird, okay. Oh, das ist schon sehr, sehr flott mit einem Villager. Mit einem Villager, einfach schon eine Burg hochgezwirbelt. Das geht doch schneller als mit 20 Spanischen gefühlt. Belauungsingenieur, damit ich jetzt gleich super Orgeln machen kann. Orgel Deluxe kann man das auch nennen. Die sind natürlich nicht so overpowered wie die, nicht so overpowered vielleicht die Kavallerie, aber die sind dafür lustig. Vielleicht mal die Boote, die brauche ich nicht mehr. Wenn ich jetzt eine riesengroße Orgelarmee machen kann. Und zur Not auf Dank von Schiffbau und dem ganzen Gold, was ich habe, kann ich es ja auch wieder neu machen, falls ich es wirklich haben wollte. Eine Reichweite für die Orgeln, dass sie theoretisch einen Bogen niederschießen können. Das ist schon lustig. Jetzt haben wir die auch noch einen Angriffsbonus bekommen, dank des Upgrades. Ah, 7 plus 8, das ist schon eine Menge mit 15. Kann jetzt schon gefühlt alles wegschießen.
Tempo. Irie. Sì. Sì, farei il tuo avanzato. Oh, die schießt daneben. Brauchen wir dringendst Agepuse. Agebuse. Ich glaube, wir brauchen mal dringend. Beate Use. Wir brauchen mal dringend hier Agebuse für die Leute. Sonst wird es nichts. So, komm, hier. Borg, Borg, Borg. Erst einmal das bekehrte, leichte Kavalier von mir. Ich will nur schon irgendwas ausbrochen, die ihr für Salten. Ist doch lächerlich. Ist das denn bitteschön? Oh, Elefanten. Ich kann mal gucken, wie sie die Gebäude wegschießen. Ja, ist schon nicht ganz schlecht. Ist schon nicht ganz schlecht, aber es geht noch besser. Onaga. Macht mein Kollege eigentlich auch irgendwas? Oh, er hat jetzt hier seine Kev Archer. Okay, okay. Da hier die ganzen Kamele reinschickt. Dass wir nachspammen können im großen Maßstab. Das sind zu viele. Also mit Ohrenknurren komme ich hier, glaube ich, nicht zu Rande. Also ich könnte nachspammen im großen Maße, aber das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Das ist, glaube ich, nicht so die Schlauste. So, jetzt mal auf die Kaserne schießen. Ist nicht so geil gegen Gebäude. Weil eigentlich auch Onaga und die Böcke durch Belangsamungsschnur mehr Schaden machen gegen Gebäude. Aber anscheinend ist das bei Ork noch nicht der Fall. Wir müssen sonst deutlich mehr Schaden machen. Das in den Erdkäf machen. Einfach mal Zeltkäf im Paladin abschlachten mit vollen Lebenspunkten. Das ist schon beachtlich. Das kann nicht jedes Sith. Oh, die Felder sind aufgebraucht. Ich glaube, es da kommen. So, Achtung. Einmal Feuer auf das Dings hier, auf die Burg drauf. Construir. Olá.
So, 1, 2, 3, 4. Gut, dann schieß mal die Bogen weg. Das sind genau 40 Kanonen gerade. Okay, interessant. Ja, es ist ein bisschen schade, dass man Schießwürfe nicht besser machen kann. Schießwürfe-Einheiten nicht besser machen kann, irgendwie. Durch Chemie zum Beispiel in der Universität. Sonst könnte man die sehr, sehr overpowered machen, aber das geht leider nicht. Das ist ein bisschen schade, dass das nicht geht. Achso, wo ich das gerade sehe. Man kann übrigens auch Mauerhandwerk mehrfach kaufen, aber wenn man das übertreibt, ich glaube nach 10 oder 12 Mal, wenn dann die Burgen über 16.000 Lebenspunkte haben, wenn man es dann nochmal kauft, da ist ein Bug leider im Spiel oder vielleicht ist es auch gewollt, ich weiß es nicht. Also ich würde nur sagen, da ist ein Bug im Spiel aus meiner Perspektive, dass dann die Burgen gelöscht werden. Also ich hatte mal 16 Burgen gehabt und hatte dann, dadurch, dass ich Maurerhandwerk 20 Mal ausgebildet hatte, gefühlt, habe ich dann nur noch 3 Burgen gehabt, weil andere Burgen dann gelöscht wurden. Das ist natürlich ein bisschen sehr ärgerlich. Nur als eine Vorwarnung. Also falls ihr Lust habt, auch diesen Mod zu spielen, den findet ihr relativ leicht auf Steam im Workshop. Einfach Workshop-Tab aufmachen in Steam und dann halt nach Rage suchen. Also falls ihr es auch mal spielen wollt und da auch so, so ein verrücktes Modspiel machen wollt, dann bitte dran denken, dass ihr nicht so häufig Maurerhandwerk entwickelt, denn das Spiel ist dann wie gesagt kaputt, beziehungsweise broken oder wie man es auch nennen möchte. Ist also absolut nicht zu empfehlen. Was übrigens relativ OP ist auch, das sind Mönche, die kriegen ja pro Upgrade für Heiligkeit, kriegen die 50% mehr Lebenspunkte und die haben dann irgendwann relativ schnell 777 Lebenspunkte und ich weiß nicht, wie viele Lebenspunkte die insgesamt haben können, aber die können auf jeden Fall Millionen von Lebenspunkten haben, wenn man das Upgrade dort 2615 braucht mit Heiligkeit. Heißt also, es ist extrem schwierig, ab einem gewissen Punkt dann Mönche zu töten. Beziehungsweise gefühlt möglich, wenn die in einer Gruppe stehen und sich gegenseitig heilen. Also ab einem gewissen Punkt sind Mönche so OP auf jeden Fall, dass man sie mit anderen Mönchen bekehren muss. Das ist auch eine interessante Einheit. Aber ich denke, im Allgemeinen sind Archer sehr, sehr stark auf dieser bei diesem Modus. Weil die irgendwann extrem schnell auch Gebäude wegschießen können. Das sieht man hier gerade auch mit meinem Kollegen. Und vor allem, was man auch machen kann, man kann ja auch dann die Naumring mehrfach entwickeln. Vielleicht nicht nur mehr Akkuratheit, mit 100% Akkuratheit, die man bekommt, also wenn man Ballistik hat, oder wenn die sich nicht bewegt, sondern die Archer, die Bogenschützen schießen dann noch 18% schneller. Und irgendwann, wenn man das dann 15 mal, 20 mal entwickelt hat, dann ist das wie ein Maschinengewehr quasi. Also hat man dann Maschinengewehr-Arbalesten, beziehungsweise Arbalesten, die schneller schießen oder mehr Pfeile austeilen können als Shogunu, die eigentlich eine Spezialeinheit sind extra dafür. Das wäre so auch eine Möglichkeit, wie man sehr, sehr overpowered Einheiten schaffen kann. Ja, wie gesagt, Ungen sind natürlich nicht geil, die haben jetzt immer noch 20 Angriffspunkte plus. Das ist zwar an sich eigentlich stark, aber nicht in diesem Mod, wie gesagt, wo man alles extrem übermodden kann. Kev-Archer sind auch sehr stark, weil die auch von Zuchtauswahl profitieren. Also man kann auch dann Kev-Archer machen mit über 5000 Lebenspunkten. Auch sehr OP auf jeden Fall, sehr, sehr OP auf jeden Fall. Aber gut, gegen eine KI, die halt keine Mods benutzt, beziehungsweise diesen Mod nicht benutzen kann, ist man natürlich auch mit Orgelkanonen mit 20 Reichweite, oder wie viel haben die jetzt? 31 sogar. Ist man natürlich auch schon sehr gut unterwegs, auf jeden Fall, gar keine Frage. Ich will gar nicht mehr Orgeln haben, eigentlich. Schon genügend.
So, ich mache gleich noch Raketen, Kavallerie. Aha, der vorletzte. Ich lösche jetzt einfach alle und mache bloß noch leichte Kavallerie. Mehr brauche ich auch gar nicht mehr. Ja, euch ist das Spaß gemacht, die Orgeln. Aber wie man gesehen hat, die waren nicht ganz so geil. Der Mönch kommt raus, sehr gut. So, jetzt sind es die Raketen-Kavalleristen. Boah, das muss man mal mit den Dings hier zeigen. Ups, jetzt sind sie schon eingetroffen. Das ist natürlich auch schon lustig. So, ich mach jetzt mal hier Heiligkeit einfach mehrfach. Ja, der Mönch ist schon mit 230 Lebenspunkten unterwegs. Ich kann mir auch gleich noch mehrfach Eifer geben. Mal gucken, wie das auslaufen wird. Schade, ich wollte noch mehr Upgrades eigentlich machen. Yes, yes. Ich hätte jetzt auch Raketenmönche machen können mit Haufen Eifer halt entwickelt. Naja, jetzt hat wenigstens noch ein bisschen was gemacht, der Japaner, unser japanischer Kumpel. Also wie die Burgen vorn fallen konnten, verstehe ich echt nicht. Weil selbst die Böcke eigentlich überschaubar viel Schaden machen gegen die Burgen. Und spätestens wenn sie befeuert werden, feuern sie auch zurück, aber ja, gut. Wie viele Toys habe ich gemacht? 6? Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, oder? Habe ich 6 gemacht? 2, 3, 5, 6, 7. Genau, 7 Toys gebaut. Das ist auch schon ein riesengroßes Gebäude auf jeden Fall. Ich glaube, die Fighters könnten unerwartet gut sein in der Alcatraz Challenge, die jetzt bei Viper öfters gemacht hatte, um dort halt Wege zu blocken. Oh, die sind schon gut unterwegs. Aber ich glaube, gegen meine leichten Kavalleristen hätten sie keine Chance gehabt. Wir hätten jetzt einen Schaden gemacht von 34 minus 21, ne, minus 23 macht 11, würde also heißen, die müssten, ja, ziemlich genau 100 mal schießen, würde aber einen Schaden erhalten von 103 minus 17 ergibt 86, 76. Also meine würden die fast one-shotten. Also ich glaube, mit 10 leichten Kavalleristen sollte ich in der Lage sein,
diesen ganzen Bunch hier aufzuräumen. Wahrscheinlich sogar mit weniger, wenn die 100 mal schießen müssen. Wobei, ja, nee, doch, 3 könnte eigentlich hinhauen. Also 10 sollte auf jeden Fall hinhauen, aber ich glaube, 3 könnte auch schon reichen. Wenn ich hier einige für rausnehme. Aber das sind, glaube ich, jetzt auch 60 oder so. Das heißt, also wenn die alle zweimal schießen, wäre einer schon weg dann. Nee, ich glaube, dann reichen 3 nicht aus. Aber 10 sollten eigentlich ausreichen. Wenn die Zahlen dann auch reduziert werden, sehr schnell. Ja, der Raketentrade hier wieder. Auch sehr lustig. Er hätte mal übersetzen sollen. Also ich habe nicht verstanden, warum er diese ganzen Fertigungsgebäude auf dem Land hier gebaut hat, wo sie ihm mal nichts nützen können. Obwohl die leichte Kavallerie, er hat sie wahrscheinlich, ja, er hat sie doch mit Transportschiffen noch übergesetzt. Gut, das macht natürlich Sinn dann. Ja, ich komme in die Statistik mit rein. Also meistens sind ja auch die Statistiken dann extremst verrückt. 3286 Kills, das ist eine Menge. 512 Gebäude zerstört, also 289 genau. Ach. Ah, der Rot hat gar nicht so viel Kills gemacht, aber hat viele Gebäude abgerissen, okay. Tatsächlich ist es meistens mit Bogenschützen. Also, dass man im Spiel 220 Gebäude gefüllt mit. Also, er wird nicht alle mit Bogenschützen mitgerissen haben, aber ein Großteil wahrscheinlich. Also, dass man fast oder vielleicht sogar wirklich 22 Gebäude zerstört mit Bogenschützen. Das ist schon eine Seltenheit. Ganz knapp an nochmal 1000 vorbeigeschraubt hier bei der Nahrung. Und Stein habe ich natürlich jetzt auch viel bekommen. Und das Interessante ist ja, ich habe ja nicht mal einen Bonus gehabt auf die Vatorias. Also die Vatorias haben jetzt wirklich mit das auch eingebracht, was sie auch in einem normalen Spiel eingebracht hätten, ohne diesen Mod, dass man alles 256 mal entwickeln kann. Also, ja, ihr hättet jetzt auch mit 6 Vatorias halt, wie gesagt, so viel Stein bekommen. Dementsprechend konnte ich halt auch auf den Burgen bauen mit 16 Burgen. Ja. Also ich finde zwar, Portugiesen sind jetzt nicht die stärkste Hilfe an sich auch für Wasserkarten. Also, ich kann mir vorstellen, dass Wikinger doch stärker sind, zumindest in der Ritterzeit. Denke, Italiener sind wahrscheinlich die stärkste Sif, die wir derzeit haben auf Wasserkarten. Abiden auch nicht ganz schlecht. Bengalen auch erwähnenswert an sich, aber ich glaube, Bengalen sind doch ein gutes Stückchen weit vom Italiener auch entfernt dann. Aber wenn man halt dann erstmal ein paar Vatorias hat im Lied geben und die Ressourcen gehen langsam aus, man hat kaum noch Holz auch, weil Vatorias bringen ja alles ein, nicht nur Gold und Stein, sondern auch noch Nahrung und Holz, also ich glaube, wenn man an den Punkt angekommen ist, wo auch Holz rar wird und auf Inselkarten, ist das dann auch in der Regel irgendwann ab einem gewissen Punkt der Fall, solange das Spiel nicht sehr früh, sehr aggressiv entschieden wird, weil einer zum Beispiel besetzt und dort eine Burg baut und dann alles runtertrappt oder so. Also wenn die Spiele lange gehen, irgendwann ist ja auch dann Holz eine wichtige Ressource. Ich glaube, wir hatten ja auf der Insel alles abgeholzt gefühlt und ja, die Insel ist ja auch vollkommen abgeholzt. Also im Leben auf Inseln, wenn man in der Prallzeit ist, oder eigentlich schon so ab der mittleren Imperialzeit oder so. Ja, 5 Minuten, nachdem die Imperialzeit begonnen hat. Wenn man da 3-4 Vatorias bauen kann halt und dann halt wirklich auch kontinuierlich dann Einheiten rausbimmen kann und der Gegner irgendwann nicht mehr kann, also ab einem gewissen Punkt, gerade in der späten Imperialzeit, denke ich, sind die Portugiesen deswegen auch die stärkste Civ, die man spielen kann. Na gut, ich will jetzt keine riesigen Vorträge halten. Das habe ich schon im letzten Video gemacht, was ich leider nicht hochladen konnte. Beziehungsweise gleich wieder gelöscht hatte. Aber leider, wie gesagt, der Ton nicht da war. Sehr ärgerlich, wenn man 15 Minuten Analyse macht und Sachen erklärt und auswertet und noch Tech-Tree zeigt und was nicht alles. Sehr, sehr ärgerlich, wenn man das Video nicht hochladen kann, weil man vergessen hatte, den Ton wieder einzuschalten. Ja, es kann passieren. Es kommt auch mal vor, dass das so läuft. Gut, was haben wir dazu sagen? Ja, ich danke euch. Bis Zuschauen, würde mich sehr freuen, wenn ihr nach oben. Noch mehr freue ich mich auf Kommentare. Falls ihr kein Video von uns verpassen wollt, könnt ihr uns sehr gerne abonnieren. Wenn ich sage, meine ich ich und einige Kollegen, vor allem mein Kollege Durngard, mit dem ich jetzt vor ein paar Wochen Spiel im Teamspeak Nummer 50 aufgezeichnet habe. Also wir haben schon 50 Teile mittlerweile aufgenommen. Teilweise auch mit anderen Gästen, aber er war bisher immer da gewesen. Oder einmal war glaube ich, nicht da gewesen, da war ich mit Justin unterwegs gewesen. Aber sonst ist eigentlich immer Teamspeak mit dem guten Durngard gewesen. Wir haben auch letztes Jahr ein Turnier gemacht, Durngard und ich. Das wurde kommentiert von Botkin Arrow, der ziemlich bekannt ist in der deutschen Community. Da könnt ihr gerne mal mit reinschauen. Ja, das ist ziemlich sehenswert auf jeden Fall. Und die ganzen Teamspeak-Spiele sind auch in der Playlist. Könnt ihr auf meinem Kanal vorbeischauen. Da ist alles schon vernünftig geordnet, damit man quasi die wertvollen Inhalte
zuerst abgreifen kann. Genau, in dem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Würde mich über ein paar Kommentare freuen, über ein paar Interaktionen hier auf YouTube. Ja, hoffe auch, dass das Spiel für euch interessant gewesen ist. Falls ihr mehr Spiel noch sehen wollt mit diesem folgenden Mod, könnt ihr mir das gerne sagen. Oder falls ihr irgendwelche Challenges noch mit raushauen wollt. Eine Challenge wäre natürlich, dass wir anstatt gegen die KI, gegen die HD-KI, gegen die KI mit Cheats spielen. Da habe ich erst vorhin mir im Workshop das abonniert, dass wir auch gegen die spielen können. Oder wir können auch mal gegen Resonance Bot spielen, denn Resonance Bot ist ja halt auch ein gutes Stückchen stärker nochmal als die normalen. Die normalen KIs, die man hinzufügen wird. Also falls ihr da Interesse habt, könnt ihr da sehr gerne das in die Kommentare mit reinschreiben. Ja, ich werde jetzt den Cut machen. Ich muss mal ein Video editieren. Ich hatte mit Durengard gut anderthalb Stunden Rohmaterial aufgezeichnet, wo wir Handkurniere ausgetestet haben, was die besten Handkurniere sind. Genau, wo wir auch dann viel ausgewertet haben und Tests auch gemacht haben, dass man es dann direkt auf Anhieb sieht. Da geht es übrigens auch bloß um Handkanoniere gegen andere Handkanoniere, nicht um Handkanoniere gegen Infanterie, sondern wir haben wirklich bloß geschaut, wer im Handkanonier-Duell quasi dort die Nase vorne hat, weil wir da bisher noch niemanden gesehen hatten, der es auf YouTube gemacht hat. Und warum Inhalte hochladen oder erstellen, die es schon tausendfach gibt, wenn man auch Sachen erstellen kann, die es so noch nicht gibt oder zumindest sehr wenig gibt. Genau. Ich werde das Video noch schneiden, aber erstmal dieses Video hier beenden. Wie gesagt, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Daumen nach oben wäre cool, Kommentar wäre cool, Abo wäre noch am allercoolsten. Und dann würde ich mich von euch verabschieden wollen und mich sehr freuen, wenn wir uns dann in Zukunft bei weiteren Inhalten wiedersehen werden. In dem Sinne, schönen Abend, schönen Tag, schönen Nachmittag, was auch immer gerade bei euch ist. Und bis bald, hoffentlich, liebe Leute. Genau.